Headset kaufen. Die Aufnahme nicht jetzt schon on machen sollen. Na egal. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von League of Lego. Ich bin immer noch an meinen 7 Keys stuck. Ach, nur behindert. Verlieren lässt es halt häufig, was ein Scheiß ist, aber. Naja, wird schon hinkriegen. Ich hab eigentlich Bock wieder auf Kino, denke ich. Vielleicht mal Jungle, egal. Also. Übersteuer. Wieso ist es so laut? Verstehe ich nicht. Wieso ist League of Lego so laut? ADC 2K17. Hat Galio einen Hotfix schon bekommen? Na, scheiß drauf, ich fang ihn einfach trotzdem. Okay, den haben die Gegner. Seriously? Lame. Das ist schon wieder nichts. Die Q, Emma White. Q! Ein bisschen langweilig. Leute, wenn ihr in die Queue geht, dann sagt doch einfach, dass ihr nicht spielt und geht aus die Queue raus. Anstatt einfach nicht anzunehmen oder sonst was, man. Ich kann nur so behindert sein. Und ich verstehe auch nicht, warum es die Modes gibt. Ihr seid einfach ein weiterer Grund, League of Legends Geld abzukacken. Ist halt, wenn die sehen auch nicht mal irgendwie besonders aus. Also, logisch, null. Außer Tarek. Outrageous. Naja, oh, ich bin jetzt so, Support Jungle. Aha, nur Jungle confirmed. Tut mir leid fürs Knacken, aber mein Stuhl ist ein bisschen alt. Get your game on. Well. Galio. Galio for peace champion of the
Der Schrein ist auch noch oben. Fuck! My life. Na, ich freue mich schon auf die nächste Season. Hallo, der Counter standen wir. Ah! Jetzt ist es so, dass man, dass egal wie oft man jene Counter standen, dass man eine Möglichkeit hat, herzukommen. Was eigentlich komplett beschissen ist. Als Kindred. Aber jetzt so, dass man wenigstens nur noch, die großen Buffs, also Red und Blue Buff, die Ketchup für XP bekommt. Also nicht Ketchup, sondern Ketchup. Ach, ich bin schon wieder auf dem Flur auf. Das ist hinter GG. Mir fällt mir jetzt schon der Sprichst du mal. Doch, er wurde gepickt. Und mit Lane pickt nichts. Weil die Midlane behindert ist. Warum ist eigentlich die Midlane immer so fucking behindert? Geht ja mal gar nicht. Also, get your game on. Or your gay on, Kappa. Swain. Ich hab das weg, geil. Immer, ich weiß kein Müll mehr. Und ich keinen anderen Pick spielen kann. Schaku. Oh, get your game on. Grundsätzlich ist sie voll AP, außer voll AD, außer Schako geht AP, Schako. Was aber nicht hoffe. Sonst könnte ich Vorrüstung gehen und würde gewinnen. Ich könnte ja wieder mal Tanky Kindred spielen. Also mit Blood Razor und Blade of the Rune King und Hurricane dann auch Full Tank. Also zwei Tank-Items, plus die Schuhe. Oder nur Blade of the Wolf King und, ja nee. Cinder halt bringt mir auf Kino der gar nichts. Also man kommt oft nicht auf die Gegner auf, aber du musst auch wieder auf meine Stacks konzentrieren. Hey Schalko, get your game on. Ich hasse Schalko. Halt, es gibt so viele Champions, die ich hasse. Ich hasse jeden Champion, der ich genügt ist. The Kindred is the best champion on the entire world, bitch. So get your game on. Warum ist es so kalt? Verstehe es nicht. Warum ist das? Und liegt es daran, dass es das First Game ist? Dass mich ein bisschen aufwärmen muss. Naja, egal. I get my game on. Get your game on. Trying to do me, I won't get stronger. Ah ja, Shady Vox ist eigentlich schon ein guter Musiker. Ich mag Shady Vox. Der kann nicht so viele gute Stimmen imitieren. Wenn ich Chor spielen möchte, ich auch mal so sein mit Shady Vox. Aber ich möchte nicht sein. Ich glaube, das ist ein First Time Shaco, weil er hat Flash mitgenommen. Auf die Boom. Equagari. Nice Name. Queen Poppy. Ja. Worte kam vom Herzen. Warum sehe ich eigentlich in letzter Zeit so viele Z-Mains? Das ist halt komplett GG. Ich meine, ich bin halt ein Counter zu Z und Shaco. Wobei zu Shaco ja nicht. Shaco macht ja auch relativ konstanten Damage. Aber ich bin auf jeden Fall ein Counter zu Z. This next one will be easy. And if not, more fun.
Ah, ich habe schon seit Ewigkeit kein Jungle mehr gespielt. Ah, oh, wird sich merkwürdig anfühlen. Ja, egal. Life happens. We get it. But for players who keep leaving games, Liva Buster will issue a penalty. Wenn der Tipper sich verschwindet. Kann irgendwie nicht anstellen, warum auch immer. Geht gegen die Puddle in den Primates? Aber ich hab Mist, hab ich keine. Es ist schon 11:34 Uhr. Ja, ich bin irgendwie still müde. Na gut, ich bin auch schon 2 Stunden wach, was eigentlich keinen Sinn ergibt. Nicht für meine Taktik. Für meine Taktik muss es genau dort anfangen, wo der Gegner stark genug nicht sein könnte. Weil ich ja keine Ahnung habe, wo Shaco sein könnte. Muss ich ihn halt hoffen. Okay. Das ist halt meine Standardtaktik. Also ich mach meinen Buff, dann gehe ich zum gegnerischen Buff. Komm schon, Drache zeigt dich. Ich hab meinen Platz vergessen. Fuck. Na gut. Aber es hat wenigstens geklappt. Weil der Ari einen König bekommen. Was ist denn das Schaffung? Vorsichtig sein. Ah, 420. Ich hab schon wieder aufgeguckt, wo genau 420 stand. Ich bin halt 420 Gott. Aber irgendwie macht ein Jungler irgendwie immer gefühlt dasselbe. Ja, die gehen zuerst, gucken sich den Buff an, dann gehen sie den fucking, Skatlas. Und dann sterben die. Das ist halt Standard gewesen, immer so. Oh mein Gott, wie ein Nacken. Ah, ich kann mich hinter mich reiten. Das ist zu schwach. Der hätte ja jedenfalls die Kneipe mitnehmen müssen. Das ist doch der Grund, warum ich Shadow Mains normalerweise mal die Kneipe mitnehmen. Weil es einfach so stark ist. One-on-one. Die gemacht hat. Kann ich Shop überhaupt machen?
Ich glaube, ich starte mit B. Muss ich machen, Remax. Hat einen besseren Clear. Ja, weil der Wolf genug Damage gemacht hat. Ist auch ein bisschen besser als Tanky findet. So. Lifesteal wird erstmal gegönnt. Nice Play. Nice Play. Yeah. How to never die as Swain. Yeah. Und dann noch geistesdich. Ich habe irgendwas gescheit, was hier irgendwo in der Nähe von der Midlane. Good job. Nice. So lobe ich mir das. Alter. Der Zed hatte keine Ahnung und wurde deshalb gebumst. Er wird gebumst. Wird richtig nice. Stirb, du Fotze! Haha! Bastard. Hast du gedacht, war? Könntest mich campen. Auf mich lauern. Ja, dann bist du gewonnen, Yvonne. Nimm down mit dir. Scheiße, unlucky. Ich hab beides benutzt. Ist okay. Totally fine. Shit. Genau dann ist hier gemarkt worden. Naja, egal. Hier steht 2-1-1. Those who dread us grant us the most power. Dass der Ari weiß, dass er kein Flash hat. Oh mein Gott, Junge. Komm schon, noch ein Outplay. Jawohl. Good job. Ich bin nur gegen Zed gestorben, um Ari diesen Blue Buff zu geben. Das war mein Plan. Ich schwöre zu Allah. Wenn deshalb pingt ihr auch immer Flash und Dings, ja. Damit deine Teammates wissen, ich kann jetzt all in, falls der Gegner mich rollt. Ja, Counter all in, nennt man das auch. All in Counters. Ich counter all, dein all in. Rujek ist aber auch eine ekelhafte Taktik. Why it is beautiful. I shrugs. Den können wir fighten. Alter, die Gegner wissen nicht, wie man gegen Kindred spielt, Alter. Die sind alle komplett geistgestört.
Chaco weiß auch nicht, wie man hier hinten seinen Champion spielt. Chaco hat so ein starkes Early Game. Ging aber nicht, man dumm. Oh, nice Rocket. Alter, das Game ist schon wieder so GG. Oh, nice, thank you. Oh, Alter, deshalb bin ich Kid mit Main, weil es einfach so viel Spaß macht, Kill mit zu spielen. Oh, ist halt geil, wenn man Curry-Rolle macht. Curry-Rolle. Ich meine, Tristana ist fett, Ahri ist fett, Swain ist Swain, er muss nicht fett sein. Das macht ihm so viel Bock. Ich überlebe das. Schick auf, klar. Naja. Lucky. Hab ich ihn zu tilten gebracht. Da hab ich ihn zu hart aufgelegt, dass er kennt, was mir hatte. Unlucky. Naja, na gut, wenn man gegen McKinnon verliert, dann sollte man wirklich sein Leben hinterfragen. Vor allem als Chaco, ja. Chaco ist einfach tausendmal stärker als fucking Kindred. Von Early Game, wo ich ihn komplett outplayed habe. Wo wir ihn komplett outplayed haben, nicht ich. Ich alleine habe nichts gemacht. Mein Team ist halt auch nicht so scheiße, also. Ich hasse meine Maus manchmal. Ist halt Honor, mein entire Team. Ich weiß gar nicht, wen ich von denen am meisten hornern soll. Also wen ich von denen hornern soll. Man kann ja nämlich nur einen hornern. Ist halt Soraka ist gut. Tristana ist gut. Ahri ist gut. Swain macht die ganze Union, also ist er auch gut. Ich weiß nicht, wen ich hornern soll. Das ist halt schlimm. Mein Gott. Ach. Reaches its conclusion. Ich hoffe, ich werde das ganze Score noch werden, weil ich hier so positive Energie verspreite. Und auch ein ziemlich guter Gangler bin. Ich bin halt eine ziemlich gute Kindred, ne? Scheiße. Ah, fuck. Sorry, ich hätte ihn safe nicht rein. Ich hätte einfach kämpfen, ich hätte einfach engaged, sondern ich hab Terry zu beschwören. Ich hätte einfach den Harold nicht beschwören sollen, das war mein Fehler. Ah, scheiße, jetzt haben wir kämpfen mit der Kämpfer. Ich will die auf jeden Fall reporten. AFK geht gar nicht. Also, jedes Spiel verlässt es einfach nur. So gut und so. GGWP. Alter, Kill, macht so viel Spaß. Like, seriously. Oh, wie schade steht von denen. Ahri. NS.
Lieben Game. Nice, Mann. Ja, GG. Ja, ich hab einen Horner. Das macht ihm Spaß, wieder Kindle zu spielen. Wollen nächste Season wird es wieder richtig losgehen. Sehe ich jetzt nichts, aber war ich schon das. Erkennt er schon den PWE-Client? Also ich hoffe mal. Ja, er kennt den PWE-Client. Ist automatisch cool. Das soll jetzt nicht sein. Ah, ja. Ich mag nur PBE irgendwie nicht mehr. Also, PBE ist scheiße geworden. Ja, ich frag mich. Also, man hat jetzt. Ey, Maus, fick dich. Man hat jetzt irgendwie nur 8000 RP pro Tag. Also, ich resette sich jeden Tag auf 8000 RP. Was ja komplett dumm ist, aber. Warum auch immer das man gemacht hat. Anders gemacht hat. Das ergibt keinen Sinn. Soll ich mal zeigen? Ach ja, die neuen Runen. Wie ich Kindred bauen werde. Runen. Also hier. Hier ist er mit. Ich denke mir, das ist einfach Beste. Liefeltempo, einfach. Das hilft euch ungemein, weil der Wolf eskaliert mit euren Attack-Speed und dadurch, dass ihr nach 1,5 Sekunden im Kampf mehr Attack-Speed bekommt, ist eigentlich schon richtig nice und. Permanent Text wird es auch ziemlich gut. Und durch die Ult Last Stand, ne, macht man nicht mehr Schaden. So ist, dadurch, dass man in der Ult steht, ist man unsichtbar und dadurch kann man den Gegner schneller down klopfen, sodass auch selber noch 10% hat, kann man mit der Ult. Also kann man mit dem E richtig nice töten. Gaining Level nur Takedown, einmal ist, wenn das fully restored. Weiß ich mir nicht, was ich da nehmen soll. Aber ich denke, das hier ist, glaube ich, auch gut. Entweder das oder das. Ich glaube, ich nehme mal lieber Overheal. Weil nochmal wegen. Weil ich brauche lässt das jetzt Doppel-BF als AD Carry. Und auch Kindred als AD Carry. Und Doppel-BF, da gehe ich immer mit einem BF fort. Entweder auf BF fort. Der Sword auf BF hier Infinity Edge oder KDU, wie manche es nennen, also Klingen oder Landlichkeit. Und mit den anderen eben halt Blutdürster und da eben halt noch mehr Schild zu haben, als der Blutdürster eben schon Schild gibt. Also. Und hier halt deswegen den Boots, weil ich ihn halt sehr oft vergesse, mir Boots zu kaufen und halt 300 viel Gold in der 10. Minute. Ist hier halt schon ziemlich nice. Und das merkt man auch. Und man hätte halt dann mehr Movement Speed bei den nächsten Schuhen. Was gibt's denn hier nochmal eigentlich alles? Das ist halt komplett useless für euch. Ich meine, 10-11 für ein komplettes Spiel zu haben und dafür halt ein Early Game komplett useless zu sein. Also 10% weniger Damage ist halt schon ein bisschen scheiße als Kindred Jungle oder generell als Jungler. Also, das könnte ich mir auch vorstellen, weil ja später Guardian Angel benutzt wird, aber weiß ich nicht. Ja. Und das geht eben halt 4 Kekse geschenkt. Naja. Mana Less Champion without Mana Restored 20. Oh, Missing Heavens. Oh lol, das Hemd. Das wird eben halt super gut. Auch so etwas wie Garen oder Riven. Also ich könnte mir eben halt wirklich auf Riven vorstellen. Spammt erstmal die Cookies voll.
Ich meine, Flask nimmt ja auch Cookies mit. Aber ich denke nicht. Das wird ihm jetzt gut sein. Ich könnte ja auch mal ein Boardgame spielen. Ja. Naja, das war's auf jeden Fall mit dieser Folge. Wir sehen uns in der nächsten. Tschüss. Erstmal schon auf 30 Minuten gesteckt. Werbung, geil.